Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir darüber, wie du alles, aber auch absolut alles, super schnell manifestieren kannst, was du möchtest. Geld, Liebe, Beziehung, Partnerschaft, alles ist für dich da, alles ist für dich vorgesehen, alles ist schon angelegt in unserem limitlosen Bewusstsein. Wenn du es dir vorstellen kannst, in diesem Moment, wo du dir diesen Wunsch äußern kannst, was du haben willst, was du manifestieren willst, in diesem Moment ist es schon für dich da. Außer Zweifel, weil du bist reines Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist das einzige Bewusstsein. Dein Ich Bin ist alles, was für dich wahr ist und für dich wahrhaftig ist. Und dein Ich Bin ist ultimativ. Dein Ich Bin ist perfekt. Dein Ich Bin ist absolute Liebe. Dein Ich Bin hat keinen Mangel. Dein Ich Bin hat nichts, was du nicht möchtest. Außer du sagst, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht gewollt. Oder ich bin falsch oder etwas muss mit mir falsch sein. All diese Dinge, die kommen uns in den Sinn, die fangen wir an zu denken, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein auf Dinge legen, die uns nicht gefallen, und dann machen wir automatisch den Rückschluss. Es ist nicht da, was ich möchte. Ich mache dir ein Beispiel. SP meldet sich nicht oder reagiert nicht auf deine Nachrichten. Was passiert mit dir? Du denkst, der ist nicht an mir interessiert, andere sind wichtiger, er liebt mich nicht, er hat andere Präferenzen. Du denkst aus dem Zustand der Trennung heraus. Aus dem Zustand der Trennung. Du denkst, du bist hier und er ist dort. Und das ist nicht wahr, weil wir sind alle ein Bewusstsein. Wir sind in einem Bewusstseinsraum, und zwar in deinem Bewusstseinsraum. In deinem Bewusstseinsraum ist alles das, was dir bewusst ist. Und in meinem Bewusstseinsraum ist alles, was mir bewusst ist. Wenn dir nun Situationen, Geschichten bewusst sind, die du nicht haben möchtest, musst du in einen anderen Bewusstseinsraum eintreten, weil dir stehen alle unendlich viele, unlimitiert viele Bewusstseinsräume zur Verfügung. Aber du steigst mit deiner Ich Bin selbst Identity jeweils in einen Bewusstseinsraum ein, und in dem Bewusstseinsraum entfalten sich all deine Dinge, all deine Situationen. Und deine Aufgabe ist, deine Divine Design Identity für dich so klar zu kriegen, dass du Schöpferperfektion bist, und zwar gedacht in Liebe und Erfüllung. Ohne Mangel, ohne Fehler. So bist du gedacht. So sind wir alle gedacht, so sind wir alle gemacht, so sind wir alle geboren. Und diese Wahrheit, diese Wahrhaftigkeit ist der erste Schritt. Das musst du annehmen. Das musst du annehmen, das musst du wissen, das musst du nicht mehr anzweifeln. Und jeder Gedanke, der dir in den Sinn kommt, wow, vielleicht ist es gerade nicht für mich. Ah, vielleicht will er mich gerade nicht. Ah, vielleicht bin ich noch nicht gut genug, um viel Geld zu verdienen. Vielleicht muss ich noch mehr Zeit verbringen mit dem und dem, dass das und das kommen kann. Das sind alles Mangelgedanken. Das ist alles ein Mangeluniversum. Das ist alles ein Potenzial, das du auswählst, wo du im Zentrum stehst mit deiner Mangelidentität, die einfach nicht stimmt, die du nicht annehmen musst. Und aus der du auch überhaupt nicht denken musst. Du bist Divine Design. Du bist göttliches Design. Du bist Perfektion. Du bist nicht deine Herkunft. Du bist nicht deine Ahnenlinie. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist nicht deine Erfahrungen. Du bist nicht dein Schmerz. Du bist nicht deine Angst. Aber du bist deine Gedanken. Und diese Gedanken musst du klar haben.
Du bist deine Gedanken. Weil was bist du sonst? Was bist du sonst? Wenn du sagst, ja, ich bin Coach wie ich. Gut, es ist mein Gedanke. Das ist, was ich bin. Ich bin ein Coach, der Erfolg hat. Ich bin ein super erfolgreicher Coach. Ich bin jemand, der Leute in ihr Divine Design, in ihre höchste, wahrhaftige Identität bringt, sodass sie sich den Bewusstseinsraum der unendlichen Potenziale eröffnen können. Ja, das bin ich. Warum bin ich das? Weil ich das weiß und glaube und ich mir von niemandem etwas anderes erzählen lasse. Und wenn ich da sitze und an mir zweifle, wenn ich da sitze und denke, das sei nicht gut genug oder irgendjemand könnte damit ein Problem haben oder irgendjemand könnte anderes behaupten, dann bin ich es nicht. Und so ist es bei allem. Wenn ich hier sitze und glaube, mein SP meldet sich nicht, weil ich nicht gut genug bin oder weil es irgendetwas anderes bedeutet, was sich gegen unsere Beziehung, gegen unsere Liebe, gegen unser Zusammensein richtet, dann bin ich unerwünscht. Dann bin ich nicht gut genug. Dann bin ich nicht mein Divine Design, ich bin. Sondern dann bin ich mangelhaft. Dann bin ich nicht Liebe. Aber da das nicht stimmt, weil ich bin Liebe, weil ich bin Perfektion in Wahrheit. Und das muss ich an nichts festmachen, an keinem äußeren Umstand, an keiner Vergangenheit, an keiner Herkunft, an keiner anderweitigen Meinung muss ich das festmachen. Ich muss es nicht mal an einem Gefühl festmachen, sondern ich weiß unter allen Umständen, wer ich bin. Und das ist die Aufgabe. Und diese Identity, diese Divine Design Identity, die bringst du in jede Rolle deines Lebens. Als Partnerin, als Mutter, als Tochter, als Businessfrau, als Angestellte, was auch immer. Aber du bist das, was du sagst, was du bist. Und da hat niemand anders eine Meinung, weil es gibt niemanden anderes. Es sind alles deine Meinungen. Auch wenn du sie anderen Leuten in die Köpfe setzt oder in den Mund legst, hast es letztendlich du gemacht, also ist es deine Meinung. Und deine Meinung kommt aus dir, aus deinem Ich Bin, aus deinem Selbstkonzept. Und wenn du dieses Selbstkonzept aus höchster Perfektion, Divine Design, Limitlessness schöpfst und dann eben dementsprechend daraus denkst, wirst du verankert sein und letztendlich eine Verkörperung, eine Persönlichkeit sein, die die Realität lebt, die du möchtest, wo all deine Wünsche erfüllt sind. Aber der Weg geht durch dich, über dich. Du bist das, was du sagst, was du bist. Und ich lege dir wirklich ans Herz, ganz klar festzulegen, zu deklarieren, dich wirklich erstmal selbst zu manifestieren als dieses Divine Design Wesen, das du bist in deiner Macht und in deiner Power und dann daraus zu erkennen, wie deine Reflexionen logischerweise sich zeigen müssen. Da spricht dein Bankkonto uneingeschränkt, absolut wachsend, großartig, mir reflektierend, was für einen unendlichen Wert ich in mir trage. Meine spezielle Person, mir reflektierend, wie wunderbar, wie liebend, wie liebevoll, wie geliebt ich bin, wie gewollt ich jeden Moment bin. Das wird mir reflektiert. Aber nur dann, wenn ich es bin, weil erst dann, wenn ich es bin, dann denke ich aus diesem Ich bin heraus. Ich bin das Ultimative. Ich bin die absolute Schöpferkraft aus Liebe. Ich erschaffe nicht aus Mangel, weil für mich Mangel gar nicht existiert. Ich erschaffe nicht aus Mangel, das bedeutet, ich erschaffe nicht und denke, ich nehme irgendjemandem etwas weg. Das ist aus Mangel erschaffen.
Ich erschaffe nicht aus Mangel, weil ich mich schlecht fühle, nicht gut genug fühle, weil ich noch etwas lernen muss, weil ich Kurse mache. Nein, ich erschaffe aus Liebe, Fülle und Begeisterung. Deswegen mache ich Kurse, deswegen nehme ich Coachings, deswegen bilde ich mich weiter. Deswegen aus Begeisterung, aber nicht, weil mir etwas fehlt, sondern weil es eine mich erfüllende, mir entsprechende, absolute Erfahrung ist. Diese Erfahrung kann ich aber wählen und ich muss keine Wachstumserfahrungen wählen, um besser zu werden, um zu wachsen und klarer zu werden, um mir bewusster zu werden, um höheres Bewusstsein zu erreichen. Ich habe die Kraft und die Macht, in das höchste Bewusstsein hier und jetzt einzutreten. Es gibt keine Zeit, es gibt keine Form, es gibt keine Prozesse, es gibt keinen Lernweg. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und das legt sich dadurch fest, was ich jetzt bin. Und ich bin jetzt und hier perfekt. Und in meiner Welt ist alles perfekt. Ich sehe nichts mehr aus dem Mangel heraus. In meinen Coachings trittst du ein und ich sehe deine höchste Perfektion. Und diese Energie fühlst du in dem Moment, wo du dich mit mir connectest. Und du kannst dich über diese YouTube-Videos mit mir connecten. Wunderbarst! Du brauchst eigentlich überhaupt nichts anderes. Du kannst dich auch mit deinem eigenen Divine Design sofort connecten. Nur ist halt das Problem, dass auf dieser Reise, wo dieses Ego, wie diese limitierte Mind stirbt, halt immer wieder diese Herausforderung, diese Anfrage besteht und sagt, bist du wirklich sicher, dass es jetzt so ist, in höchster Perfektion und Liebe? Oder möchtest du nicht vielleicht doch noch glauben, dass mit dir etwas falsch ist, dass du abgelehnt wirst, dass du noch nicht gut genug bist, dass du noch nicht da bist, wo du willst? Aber du bist da, du bist schon immer da. Dein Bewusstsein, dein höchstes, reinstes Bewusstsein ist immer schon da. Nur dein kleines Bewusstsein, dein kleines Denken, dein Human Design Denken, das trennt dich. Aber kein Mensch zwingt dich, noch dort zu leben. Ich lebe dort nicht mehr. Ich lebe nicht mehr in Beschränkung. Ich lebe nicht mehr im Mangel. Ich lebe nicht mehr im Ich bin nicht gut genug. Ich lebe da nicht mehr. Und du musst dort auch nicht leben. Warum solltest du dort leben? Du lebst in deinen Gedanken dort. Aber da brauchst du nicht mehr sein. Dehne deine Gedanken aus, dehne dein Bewusstsein aus. Hör auf zu versuchen, dich horizontal auszudehnen und zu meinen, du brauchst jetzt hier noch was oder du brauchst hier noch eine Erfahrung aus dem Bewusstsein heraus, das du jetzt hast. Du möchtest dich vielleicht gar nicht mehr auf diesem Level erfahren, wo du gerade bist, sondern du möchtest dich auf deinem höchsten Level, aus deinem höchsten Divine Design Bewusstsein erfahren. Und das bedeutet nicht, dass du irgendetwas zurücklässt, sondern du bist mit den Dingen, die du liebst, immer verbunden, aber auch aus einem anderen Level, aus einer anderen Perspektive. Und deswegen ist es auch so entscheidend, dass du herausfinden musst, was du liebst. Weil das kommt mit, das nimmst du mit in die höchste Liebe. Und wenn du vor allem ein Problem hast mit Geld und dir nicht vorstellen kannst, dass du Geld liebst, weil Geld nicht etwas ist, was du jemandem wegnimmst, sondern weil Geld etwas ist, was eine limitlose Ressource ist, die einfach deine Reflexion von dir darstellt. Und wenn du absolute Liebe, Perfektion, limitless Fülle und Erfüllung bist, dann ist dein Geld auch so. Aber wenn du da noch Probleme hast, es so sehen zu können, wirst du weiterhin in einer Einschränkung leben. Das gleiche ist mit deinem SP. Wenn du meinst, ihm fehlt noch was, er ist noch nicht bereit, er muss noch das und jene Erfahrungen machen, er muss sich noch irgendwohin entwickeln, ja, dann ist es das, was du glaubst. Dann ist es die Entwicklung, die du für dich entscheidest. Aber du bist limitless, du musst dich für keine Entwicklung entscheiden. Du kannst hier und jetzt sofort umsteigen. Umswitchen in deinen Divine Design Seinszustand. Und dieses limitlose Sein
erfordert ein limitloses Denken und das bringt dir deine Erfüllung, weil Fülle und Erfüllung hat keine Limits. Und wenn du hier noch in Limits denkst und denkst, ja, das reicht mir schon und das ist ja gut genug, ja, und damit kann ich leben, dann bist du nicht reif und bereit für ein Leben im Divine Design, in deinem absoluten Sein. Dann hast du noch Schiss, dann glaubst du noch an Sachen, die nicht wahr sind. Dann glaubst du noch an Einschränkungen und Bedingungen und Zusammenhänge, die es nicht gibt. Und warum solltest du das tun, wenn du da doch hier bist, um dich so krass als diese grenzenlose Liebe und Erfüllung zu erfahren, in allen Lebensbereichen. Und wenn du bereit und ready bist, dann bist du vielleicht auch bereit und ready für meine Unlimited Mastermind. Weil da geht's nach oben. Next Level, Next Level, Next Level. Weil es gibt kein Level, das kein Next Level hat. Und jedes Level ist zum Auskosten da, aber es ist nicht dazu da, um einfach da zu bleiben und zu sagen, das ist mein ultimatives Ziel. Das ist unmöglich in einem limitlosen Universum. Also sage dir und erlaube dir, dass du die schönste Liebesbeziehung, die noch nie jemand erlebt hat, für dich manifestierst. Erlaube dir zu sagen, dass du den absoluten finanziellen Reichtum und die damit verbundene Freiheit für dich manifestierst. Egal, wie du das lebst oder verkörperst, ob mit Luxus, ob ohne Luxus, ob spartanisch, aber hier geht es darum, um die Freiheit, die du dir erlauben darfst. Freiheit im Mind ist Freiheit im Lebensstil. Und Freiheit im Lebensstil ist Freiheit in deinen Ansichten. Und Freiheit in deinen Ansichten bedeutet, dass du keine Mangelüberzeugung, Mangelmeinung für dich mehr wahrhaben musst. Du bist das Ultimative, du bist das Beste, du bist das Schönste, du bist das Einzigartigste und du bist auch das Einzige in deinem Universum. Und dein Universum ist das, was du auswählst. Und es gibt für jeden nur sein Universum. Und ich bin in deinem Universum das, was du sagst, was ich für dich bin. Aber das hat mit mir in meinem Universum überhaupt nichts zu tun, weil ich die absolute freie Wahl habe und ich bestimme, dass du in meinem Universum ein Mensch bist, der verstanden hat, wer wirklich ist und der reif und bereit ist, diesen Seinszustand zu leben, zu verkörpern, zu dokumentieren, zu zelebrieren. Und du bist ein Mensch für mich. Du brauchst kein Leid mehr, du brauchst keinen Mangel mehr, du brauchst keine Einschränkung mehr. Du bist schon das, was du wahrhaftig bist. Und so spreche ich mit dir. Und darum geht es. Das macht jeder. Ob du jetzt sagst, du bist Coach oder ob du sagst, du bist Mutter oder ob du sagst, ich bin nur Freund, du tust das. Und es ist deine Wahl, wie du es tust. Aber du tust es immer und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst bist, in welchem Bewusstsein du jeden Moment lebst. Also, wenn du wirklich ready bist für mehr und es ist so, so abgefahren, was alles möglich ist, es ist etwas, was du dir eben auf diese Art und Weise noch nicht vorstellen kannst, dass es gehen könnte, aber wenn du weißt, dass es es gibt, dann wird es gehen und deine Freude und deine Begeisterung wird sich daran erfreuen, zu beobachten, wie es dazu kommt im Außen, was du festgelegt hast. Also, ich freue mich auf unser nächstes Video. Bitte like, bitte kommentiere und vergiss nie, alles, was du sagst, dass du bist, bist du. Alles, was du sagst, was andere über dich denken, bist du. Alles, was du annimmst, was Einfluss auf dich hat, ist so. Du bist die ultimative Kraft und du hast das letzte Wort. Immer. Also, wenn du noch nicht bereit bist für diesen großen Schritt ins Unlimited,
und du noch mehr Unterstützung brauchst, um in dein Divine Design Sein einzutreten, schau auf meine Homepage, hol dir diese Selbstlernkurse, insbesondere wenn du noch mit Ängsten und Zweifeln zu kämpfen hast, hol dir die Power deiner Alchemie, diesen Selbstlernkurs, der kostet im Moment 555 Euro statt 999 Euro, weil mit Angst und Zweifel, wo bist du dann, wer bist du dann? Dann bist du jemand, der in Angst und Zweifel lebst und das ist nicht notwendig. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.